Ich weiß, dass Peach nicht mehr länger stehen. Fängt die an zu klatschen. Und irgendwie, das hört sich so an, als wäre das hinter mir oder so. Und bei dieser Gruselwelt, Cookie-Boo, ist es nicht so, dass ich mir in die Hose scheiße oder so. Nicht mal annähernd. Die ist gar nicht so gruselig, wie man denken würde, aber diese ruhige Musik und dann kommt dieses Klatschen von hinter dir. Also ich trage Kopfhörer und irgendwie hört sich das so ein bisschen an, als würde das hinter mir passieren, dieses Klatschen. Oh, was ist, wenn ich keinen Rabbit bei mir hätte? Den hätte der genommen. Luigi wahrscheinlich. Weil die Cutscenes, also die Cutscenes basieren nämlich... Cookie Boo, Teleport-Terror, okay. Basieren nämlich auf das Team, was du gerade bei dir hast. Soweit ich das sehe. Wir hätten die ganze Zeit Luigi bei haben können und trotzdem waren den ganzen Cutscenes Rabbit Peach und Rabbit Luigi. Wenn es so, sagen wir, dass diese Gegenmeister im Fernangriff und Teleportieren sind. Das sind diese Gegner. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Sie können sich hinter uns teleportieren, angreifen und wieder verschwinden, bevor wir überhaupt reagieren können. Ist das nicht unfair? Und hütet euch vor ihren Verführungskünsten. Googie Boos locken euch ins Verderben wie die Sirenen in den Seemann. Ja, okay. So. Die sind alle ein bisschen weit weg, ne? Deswegen darf Rabbit Peach erstmal nach vorne gehen. Und sich hier hinterstellen. Das sind, glaube ich, aus Glas oder sonst irgendein Käse. Okay, den kannst du treffen, dann versuche ich mal. Aber die sind halt leicht zu zerstörbar, denke ich mal, die Blöcke, die hier gerade sind. Okay, Mario, ich... Boah, scheiß die mal an, du kannst nicht so weit gehen. Du solltest nämlich springen. Okay. Dann gehen wir dahin. Wir sollten auf jeden Fall die Googie Boos. Okay. Zuerst wegmachen. Da war mir auch der so am liebsten. Ich habe, glaube ich, da oben irgendwie einen angegriffen. Das ist ein Googie Boo, ne? Jetzt habe ich die Deckung von Rabbit Peach weggemacht. Ja, toll, Wurst. Ich war Prinzessin in Sicht. Geh mal hier hoch. Da ist noch so ein Googie Boo. Wir machen den da unten auf jeden Fall weg. Den kann ich nicht sehen. Toll, dann machen wir den hier weg. Wenn ich treffe, was ich nicht tue. Okay, Heldensicht. Und du machst das mal, weil du keine Deckung hast. Ja, das war eine Runde für den Arsch. Die war nicht gut. Okay, er macht seine Sicht. Seine Rabbit-Sicht. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kann man wahrscheinlich nachgucken, wie das heißt. Oh nein. Das sind echt Sirenen. Man darf wahrscheinlich nicht in ihre Nähe gehen. Und dann teleportiert er sich weg, wie Sau. Oh, er hat sogar Vampir. Oh, Kacke. Und unsere Heldensicht hat gar nichts genützt. Weil die sich die ganze Zeit teleportieren. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Dann geh. Sammel du erstmal deine Münzen ein. Du kannst eh nicht angreifen.
Du kannst den eine verpassen. Und den auch. Stell dich erstmal hier hin. Mario, hoffentlich kommst du zu Rabbit Peach. Wenn ich jetzt hier die Röhren nehme, kommst du trotzdem nicht ran. Die Raserei ist bei Mario noch nicht so weit entwickelt, sag ich mal. Okay, schieß ihn erstmal. Ja, halt eine Runde. Okay. Wo sind die Googiboos? Die sind alle auf unserer Seite hier hinten. Da ist noch einer. Wenn Peach es schaffen würde, von hier bis dann hier. Und dann verpasst du den eine. Und dann stellst du dich erstmal hier hin. Hier so. Jetzt muss ich wahrscheinlich den angreifen. Na, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Weil jetzt kriegt Rabbit Peach einen ab. Oder kriegt keinen ab. Aber leider, vielleicht kann ich meinen eigenen Gegner, meine eigenen Leute nicht schaden. Aber Wolf macht es jetzt auch nicht. Ich muss nur die Gegner besiegen, ne? Ah ja, da hinten ist auch noch ein Cookie-Boo. Da hinten habe ich komplett vergessen. Und der teleportiert sich noch da. So ein Quatsch, hört mal auf. Hoffentlich kann Rabbit Peach sich jetzt mal heilen. Noch zwei Züge, ja, tolle Wurst. Wie lange wird es denn dauern? Machen wir das mal so. Wie heißt das Ding? Ich kann es nicht nachsehen, weil Dingens schon vorbei ist. Rabbit Peach ist schon fertig mit ihrer Runde. Mario, nach da unten will ich nicht. Oder will ich nach da unten? Wenn ich jetzt hier bin ich so ein bisschen, das ist Käse. Jetzt treffe ich aber zumindest den hier. Machen wir den erstmal weg. Kannst wieder da landen, wo du bist? Ja, dann mach das. Mach die bitte weg. Das hat leider nicht gereicht. Okay, dann Protektor. Das ist jetzt irgendwie alles. Oh nein. Irgendwie alles nicht so toll. Ich spiele ein bisschen Kacke.
Vampir, echt jetzt? Bitte tötet Rabbit oder allgemein Peach nicht. Ja, da kommt er nicht da an. Ja, war vielleicht nicht so klug, das so zu machen. Gehen wir hier rein, gehen wir hier rein. Stellen uns erstmal hier vorne hin. Ich treffe niemanden in Mario. Wir machen erstmal seine dumme Deckung da weg. Damit wird sie leider nicht geheilt. Dann machen wir es so. Vielleicht machen wir seine Deckung auch mal weg. Nicht wirklich. Ich treffe niemanden, ne? Ja, dann beenden wir den Zug. Rabbit Peach wird wahrscheinlich draufgehen. Oder die konzentrieren sich auf das Ding. Ich habe vergessen, wie das heißt. In Disney ist nicht so gut. Und sie ist. Ist sie besiegt? Jetzt ist sie besiegt, tolle Wurst. Wenigstens lenkt das Ski ab. Also ich muss mal kurz gucken, wo der andere Cookie Boo ist. Der ist hier hinten. Die gehen trotzdem nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Golden Goal. Ich gehe mal auf den hinteren. Oder. Auf die andere Seite. So, und die Deckung. Erstmal eine Heilung. Und Mario kann außer Heldensicht jetzt nichts machen. Deswegen Heldensicht. Und weiter. So dumm. Ja, das war jetzt nicht so klug von mir. Die liegt ganz da hinten, die Sau. Liegt er denn? Leider nein.
Ich versuche mal auf ihn zu schießen. Deckung ist auf jeden Fall weg. Den würde ich aber besiegen können. Aber alles hier ist 50. Aber das, wenn ich nach da gehe. Ja, dann machen wir es so. Und schieß ihn in den Kopf. Oder woanders hin. Okay, dann nehmen wir mal wieder die Runde. Das ist so unlustig, dass er sich sonst wohin teleportiert. Ich tue einfach so viele Golden Goals in Ballern, dass er irgendwann von denen umzingelt sein muss. Okay, dann kommen wir den da hinterher. Guten Tag. Bitte explodier nicht, Golden Goal. Meine Güte, war das ein Krampf. Ich hätte das viel schneller machen sollen. Das sagt das Spiel. Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Ah, hier ist auch das Level. Wir sind ja schon quasi am Ende gewesen. Guck nur, ob wir hier irgendwie was übersehen haben. Ich denk mal nicht. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Deswegen gehen wir einfach weiter. Da wollen sie, dass ich ein Chateau habe. Gehe ich erstmal hier durch die Röhre. Kann ich eins von den Dingern nehmen. Zum Glück sind diese unheilvollen Rüstungen nicht von irgendwelchen bösen Geistern besessen. Kaum auszudenken. Ja, sind sie nicht. Ja. Deswegen leuchten auch ihre Augen. Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich könnte sie hochheben aus irgendeinem Grund. Da ist eine Statue. Ah, hier runter. Das kann jetzt nicht alles gewesen sein, aber nur ein paar Münzen. Ne, hier ist auch ein Pilz, den wir dringend nötig haben. Ich sehe Unterwäsche. Und mehr Tarotkarten. Das war ein Schrei. Okay. Mehr Powerkugeln, 10 Stück an der Zahl. Ich denke mal, wir werden irgendwann wieder da landen, wo wir herkamen. Wo zum Henker sind wir denn jetzt? Oh, hier ist eine Truhe. Scheigei-Regale. Chemie-Genie. Ich habe so sehr komisch ausgesprochen. Damit überspringt man, glaube ich, so ein Tunnelrätsel oder wie ist das hier? Ja, weniger ein Rätsel, sondern ein sehr langwieriges Hin- und Her-Latschen. Haben wir damit übersprungen, aber damit auch mal auch ein paar Kisten. Kalter Schatt heißt der Abschluss. Ich dachte, sowas hatten wir schon mal gefunden. Oder was andersherum? Okay.
Dann haben wir hier alles gemacht. Dass hier auch keine weißen Vögel mehr sind, wie in anderen Leveln, sondern so schwarze. Ein netter Touch. Da sind auch Gehilfen, meine Fresse. Jetzt wäre das hier nicht alles schon schwer genug. Die Welt ist schon ein bisschen knackig. Okay. Was ist das denn für eine komische Kugel? Ein Buhu. Als ob Cookie Buhus sich gereicht hätten. Die Abtei ist vom Buhus verseucht. Ich kann ihre Präsenz spüren. Kommen wir ihnen zu nahe, werden sie uns erahnen. Wenn sie dann an der Reihe sind, teleportieren sie uns an einen anderen Ort auf dem Schlachtfeld. Wie Huibus, Buhus es machen. Huibu. Nee, ist klar. Ich hau dir erstmal eine drauf. Und dann auf dich springe ich. Und zwar gekonnt neben dir. So. Machen schon 100 Sprungschaden. Wunderherrlich. Dann ist Varric Peach erstmal dran. Du haust den eine drauf mit deiner Raserei und dem auch. Und du gehst mal erstmal. Das war falsch. So dumm. Das war nicht richtig. Egal, schieß ihn kaputt. Aber jetzt kommen die Gegner von oben. Das war echt nicht klug. Okay, dann haltet ihr euch mal da gerne. Dann gehst du mal hier hin. Und springst hier nach hier hinten erstmal. Damit du auch eine Runde nochmal heilst. Damit wir erstmal ein bisschen Leben haben. Okay, dann macht deine Prinzessin Sicht oder Blick oder was auch immer. Es ist Blick, ne? Aber bei dir ist das Hellensicht. Kriegst auch niemanden. Hellensicht. Und dann nächster Zug. Gegnerischer Zug. Ich glaube, die Buhus kann ich nicht besiegen. Ich glaub's. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, von da unten kannst du. Ja, okay, das war eine Granate. Ich sag nichts. Die machen gerade Red Peach so nass. Jetzt kommt es auch noch drauf an, wo die hin teleportiert wird. Das könnte nicht so geil enden. Das ist alles nicht so gut. Aber ich muss das so machen. Dann stelle ich mich hier hin. Nee, da hauen wir hier mit locker flockig drauf. Bitte hau die Deckung nicht weg. Okay. Vergiss immer, dass die Deckung nicht getroffen wird von dem Ganzen. Rabbit Peach. Hau den erstmal. Und dann geh du mal hier in Deckung. Was aber auch nicht wirklich viel nützen wird, weil der Buhu uns sowas von weg teleportieren wird. Mach dein Schild. Hauptsache irgendwas. Dann hier hoch. Springen. Ich spring mal hier hin. Mit Peach, damit die
Wenn Peach auch geheilt wird, aber Peach nicht so viel Schaden kriegt. Ja, dann erstmal eine Granate nach da unten. Dann nächste Runde. Jetzt werden sie wegteleportiert. Das ist schön. Da kann ich. Ja, da können sie bleiben. Wo steht Peach jetzt richtig scheiße? Er heilt sich. Die Sau. Gehen dann auf und Peach auf ihn hier. Stellen wir uns mal neben ihn. Ich hoffe, wir machen genug Schaden. Nein, machen wir nicht. Was ist, wenn ich jetzt den hier noch einsetze? Das dürfte trotzdem nicht reichen, außer wir machen einen Honig-Shot. Was wir nicht machen. Okay, dann müssen wir das leider nochmal. Scheiße, ich kann es nicht wiederholen. Wahrscheinlich hochkomme. Ja, dann stelle ich mal da hin. Oh, du könntest dir noch eine verpassen, ne? Indem du zu ihm dahin läufst und dann zu Mario rüber jumpen und dann in Sicherheit. Erstmal mehr oder weniger in Sicherheit. Leider wurde Mario nicht geheilt, aber egal. Okay, jetzt können wir gegnerischen Zug machen. Okay. Dann die Gegner da oben bleiben, ist mir eigentlich alles egal. Also die Boos. Mach mal die Granate. Hau mal die Scheiße um die Ohren. Leider kann ich nicht auf ihn springen. Aber ich kann nah genug dran, um ihn mit dem Hammer einem zu verpassen. Hallo, hör mal, wer da hämmert. Bitte Honig. Danke. Gewonnen. Jetzt kriege ich auch wieder Münzen. Heißt, ich kann wieder schön Waffen kaufen. Aber jetzt auch nicht so mega viel Münzen. Heißt, ich kann wahrscheinlich nur eine Waffe kaufen. Könnte dieses Grammophon da drüben eines der Relikte der Güte sein? Könnte. Sieht schon fast danach aus. Ich dachte, ich hätte irgendwo einen passenden goldenen Sockel gesehen, aber wo? Müsste irgendwie zusammenhängen. Schnappen wir uns das Grammophon und dann nicht wie weg. Dieser Ort lässt mir kalt Schauer den virtuellen Rücken herunterlaufen. Oh, hier geht's dann auch dann lang. Wahrscheinlich geht's dann wieder Richtung. Komme ich auch irgendwie wieder hier hoch, weil ich hätte die Münzen da oben schon gerne, aber dann ist er auch egal. Hier öffnet sich das Tor und man kommt wahrscheinlich wieder Richtung. Was ist das denn? Hoffentlich rührt der sich nicht. Wir haben ja auch schon genug Probleme. Ich kann nicht lesen. So, dann nehmen wir einmal das Grammophon. Und dann öffnet sich die Tür. Wer hätte das gedacht? Ach, und mit unserer Tragenfähigkeit können wir es sogar tragen. Ich dachte, wir hätten das jetzt einfach im Inventar oder so ein Käse. Aber nein. Kommen da wahrscheinlich mit wieder zum Mittelpunkt des ganzen Geschehens.
Thank you.